Hallo und herzlich willkommen zurück in Hogwarts. Was war denn das gerade hier? Es hat sich angehört, als ob hier irgendwas aufgeplatzt ist. Klang jetzt doch ziemlich eklig. Ja, wir sollen eigentlich mit Deke sprechen. Ach, da oben ist er. Okay. Dann nehmen wir mal eben schnell noch die Sachen, die wir hier noch nehmen können. Das können wir auch noch mitnehmen. Okay, da haben wir zu viel von. Nein, 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 das war das Getränkeding, da wollen wir gar nichts von haben. Und wir wollen noch mal ganz kurz hier hinten was holen. Nämlich Dünger und Mondsteine, das ist immer besonders wichtig. Und wir sollten auch gleich noch mal zu den Tieren rein. Aber erstmal schauen, was Deke mit uns vorhat. Hallo Deke, Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Ah, okay. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deke hat sich etwas überlegt. Er... Hallo? Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Deke sagte, er hatte eine Idee. Deke weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Was meinst du damit? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Deke weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deke hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deke dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Okay, klar, kein Thema. Ich verstehe. Überlass das mir, Deke. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deke, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Aber natürlich. Aber wir wollen erstmal kurz gucken, was jetzt hier eigentlich ist. Moment, hier ist jetzt alles nur Deko, okay. Und hier? Cool. Okay. Das sieht schon cool aus. Ich habe aber keine Ahnung. Das ist jetzt wahrscheinlich... Ah, kann ich die Kröte hier freilassen? Moment, wie ging das jetzt nochmal? Oh Gott. RB... ich hatte schon in der letzten Folge gesagt, dass wir so einige Tiere hier gefangen haben. Dann können wir die Kröte hier reinsetzen. So, beide Kröten. Die Frage ist jetzt nur, die Testrale fühlen die sich hier auch wohl eventuell? Ich weiß es nicht. Ich würde sie mal hier mit reinsetzen. Oh, ich habe drei Testrale. Wieso habe ich drei? Ach so, weil ich zwei Weibchen, glaube ich, am Anfang gefangen hatte. Ich habe Ominous wegen dem Skriptorium von Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir müssen reden. Okay, ja, sehr geil. Dann können wir das mit dem auch machen. Die Frage ist jetzt, soll ich da Hippo greifen oder Diriklaws noch reinsetzen? Ich habe keine Ahnung. Die Katze würde sich hier wahrscheinlich nicht so wohlfühlen. Die könnten sich vielleicht wohlfühlen, bin ich mir nicht sicher. Achso, ich kann ja von jedem drei reinsetzen, ne? Dann kann ich auch noch den dritten Testral hier reinsetzen. Die Frage ist jetzt Wolkenschwinge. Wolkenschwinge, wenn ich den hier reinsetze, kann ich den trotzdem noch reiten? Ich bin mir nicht sicher. Ich setze jetzt einfach mal die... Achso, Wolkenschwinge, Hippogreif, okay. Kaligo, nimm mir den einfach. Ist wenigstens ein Weibchen dabei. Sollen sie sich drum streiten? Hallo, meine Süßen. Oh, Hallöchen. Ah, Gott, ich weiß gar nicht mal, wo ich das hab. Moment. Y. Nein, Quatsch. Da ist Y. Ach, ich bin hier schon so aufgeregt. Ja, genau. Erstmal gucken. Ne?
Immer schön skeptisch sein. So ist brav, ja. Du wirst ja auch nochmal durchgebürstet. Oh, ist das cool, ist das cool. Ah, du bist auch durchgebürstet. Oh ja, das mögen. Oh. Die machen sich gleich direkt mal auf, um zu fliegen. Ist das schön. Ist das schön. Nein? Hallo? Nein? Ich will dich noch bürsten. So, jetzt. Von dir brauche ich auch noch die Feder. Oder habe ich gerade schon genommen aus Versehen? Das kann auch sein. Von dir brauche ich auf jeden Fall noch die Feder. 24 Minuten. Ich stehe jetzt automatisch schon oder was? Ja, guck nicht so. Du kriegst auch was zu fressen. Hier, mein Süßer. Greif zu. Nur für dich. Die anderen müssen warten. Die kriegen selber was. Nein. Scheiß dem nicht auf den Kopf oder so, ne? Wollte ich jetzt nur mal... Nein, ich will das haben, was ich anvisiert habe. So. Zack. Doch, du bist bereit. So. Direkt einsammeln. Okay, perfekt. So, du bist auch bereit. Darfst gerne was zu fressen haben. Oh. Sollte ich vielleicht nicht unbedingt im Weg stehen, ne? Hilfe. Ja, das brauchst du, ne? So, ein paar Warzen eingesammelt. Ist irgendwie eklig, aber naja. Kestrale, ich weiß nicht, die haben so eine komische, nackte Lederhaut. Ich weiß nicht. Ach, da hinten liegt der andere. Ach, gucke mal einer an. Warum bist du denn da oben? Du bist das Weibchen, oder? Du bist zickig. Ja, ich wusste, es ist das Weibchen. Das tut mir leid. Ich meine, ich bin ja selber eine Frau, aber die wollte sich einfach von dem ganzen Chaos da hinten wahrscheinlich zurückziehen, so wie es aussieht. Ich hätte da vielleicht die Einstellung mit dem Wasser ein bisschen höher schrauben sollen. Ich hatte nur ein bisschen Bedenken, weil es immer hieß, dass es tierisch auf die Qualität geht. Und ich wollte halt natürlich lieber spielen als alles andere. Also ich meine hier so ein bisschen Wasser oder so. Oder Schlamm. Ach, das ist die Kröte. Ich wollte es gerade anschießen. Entschuldigung. Das ist aber die Kröte, die wir schon gefüttert haben. Moment. Das ist der, den wir noch nicht gefüttert haben. Hallo. Nein, doch nicht du. Entschuldigung. 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 Das ist das Problem, wenn diese blöde Kuh nicht vernünftig anvisiert. Nein, du bist nicht zu weit entfernt. Du stehst doch direkt vor mir. So. Friss ruhig. Keine Sorge. Erhol dich von dem Schock. Wobei ich den anderen ja gerade aus Versehen geknallt habe. Hallo? Nein. Oh. Warum ist die so dämlich und schießt, wenn ich das reindrücke? Also gedrückt halte. Das gibt's doch nicht. So, die hatte schon, der hatte schon. Der hatte schon. Konnte man nicht irgendwo das Ziel automatisch wechseln? Ich bin mir nicht mehr sicher. Du hattest noch nicht. Jetzt bloß nicht wieder schießen, wenn ich das gedrückt halte. Das waren noch die, die teleportieren, oder? Oder sind das die anderen? Ich bin mir nicht sicher. Doch, das waren noch die. Das sind doch die mit diesen riesigen Schnabel. Komm, friss auf. Ich will dich noch bürsten. Mach hinne. So. Okay. Bist du das gewesen, mein armes Schätzelein? Ja, du warst es, oder? Nee, das war der Greif, den ich... Nee. Das ist auch wieder ein Greif. Moment, wen habe ich jetzt gerade aus Versehen anvisiert? Die Kröte. Komm her. Kriegst auch noch was zu futtern. Ich schnapp's dir. So, also die Kröten, denke ich mal, die werden sich auf jeden Fall wohlfühlen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, die anderen. Hm, ja, keine Ahnung. Bin ich ganz ehrlich, bin jetzt hier auch kein Tierwesen-Experte, ne? Obwohl ich es cool fände, wenn, ich weiß nicht, ob es überhaupt sowas gibt, aber wenn eventuell so ein Buch dazu ins Eins geben würde, wo man dann einfach... Ach, das sind die Greife, die ich die ganze Zeit höre. Wenn es ein Buch geben würde, wo man sowas nachlesen könnte oder so, das wäre ziemlich geil. Habe ich jetzt alle gefüttert? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wir haben drei, nee, wir haben zwei Kröten. Hm, also ich denke schon... Ich hoffe. Dann müssen wir aber noch mal eben was umstellen. Moment. Das war... Das hier. So.
Tudum. So, Gegenstände von Tierwesen. Eine Futterstation hätte ich hier gerne. Ich weiß nicht genau, wo ich die hinstellen soll. Vielleicht ein bisschen mehr nach da. Wie wäre das mit RB? So. Das ist so ein bisschen... So. Zack. Dass es nicht ganz so doof aussieht irgendwo, ne? So, dann haben die auf jeden Fall immer genug Futter. Und, was ist denn das eigentlich? Achso, das war das mit dem Zuchtgehege, hatten wir letztes Mal ja schon gesehen. So, und die Box, die stellen wir mal dahin, wo man sie nicht hinstellen sollte, nämlich Richtung Wasser. Wenn man da jetzt irgendwas rausholt, dann fällt wahrscheinlich alles ins Wasser. Moment, stopp. Gegenstände für draußen. Ah ja, das waren diese normalen, ja, okay. Okay, mit wem spielen wir denn? Puppe des schwarzen Magiers. Für Hippogreifen. Ja, die sollen sich ja auch wohlfühlen, ne? Nehmen wir den mal. Na? Hat keiner gemerkt. Außer der Testral. Möchtest du mitspielen? Nee, der legt sich hin. Ist der gerade gestorben, oder? Möchtest du spielen? Ja, möchtest du spielen? Ah, er hat es mitbekommen, dass es da ist. Ja, wir lassen den Hippogreif mal in Ruhe spielen, damit wir dann auch noch mal ein bisschen zum Spielen kommen. Es tut mir wirklich leid für alle, die jetzt eigentlich hier so brachiale Kämpfe sehen wollen oder sowas. Aber ich liebe es einfach. Und es gehört nun mal zu Hogwarts dazu. Das muss man ja auch sagen. Oh, es ist so genial. Und wir haben auch gar nicht mehr so viele Tiere jetzt, ne? Ich weiß, dass man noch zwei Tiere bekommen kann. Bin ich gerade am Überlegen? Moment, er ist jetzt da vorne. Achso, er ist nicht da vorne. Ich muss die Höhle finden, genau. Ich bin hier schon total durcheinander. Ich weiß schon gar nicht mal, was ich hier eigentlich machen will. So, dann haben wir das. Und schau mal auf der Karte. Nee, das ist ja ausgewählt. Schau mal eben auf der Karte, wie wir dann da hinkommen. Weltkarte. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, wo das gewesen ist. So, dann würde ich sagen, port mal da hin. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. So, wir müssen in die Richtung. Nee, Moment. Da ist eine goldene Aufgabe, aber da ist die Höhle, die wir finden sollen. Hä? Ist aber nicht die Aufgabe, die jetzt mit uns zusammen ist. So wie es aussieht. Da sind auch schon wieder dunkle Magier, wenn ich es richtig sehe. So. Hoppala. Wie kommen wir jetzt da hoch? Hochklettern. So. Moment, das ist aber jetzt nicht. Das nochmal weiter runter. Dumm, 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 dumm. Schwupp. Sind wir jetzt hier im Wald? Im schwarzen Wald, wollte ich gerade sagen. Das muss die Höhle von Hopp sein. Ich sollte hineingehen. Achso, das sind die... Oh, ich muss immer 20 Mal drauf schießen, um dann festzustellen, ey, das sind die Dinger, die du einsammeln musst. Achso, nee, da war das, genau. Och, jetzt habe ich mal ein paar Tage keine Harry Potter mehr gespielt. Und ich weiß nicht mehr, welche Taste ich drücken muss. Hallo? Die mögen kein Feuer. So viel weiß ich auf jeden Fall noch. Confringo. Revelio. Achso, ich dachte gerade, ich habe was angegriffen. Tops, du hast deine Quote um 3 Fiolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flasche von Simus Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Fiolen nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur deine Essensprivilegien. Tops Meister ist furchtbar. Ja, hab ich mir auch. Okay, ich bin Tops? Schon gefasst.
Tops. Auf die ganzen Spinnen. Dick schickt mich. Bist du hier drin? Ja, genau. Nimm bloß nicht die. Was war das denn gerade? Ich wollte gerade sagen, wie soll ich das denn einsammeln, wenn mir das so entgegenspringt hier? So, halt. Tasche. Revelio. Da ist noch was, wo ich doch rankomme. Hallo? So, einfach drüber laufen. So. Das sieht irgendwie eklig aus. Ist das unter uns? Achso, halt. Incendio. Na? Legioso, dann bring du. Revelio. Okay. Da draußen ist noch eine ganz große. Okay. Mama? Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Was für langsame einbrennende Gegner. Ich habe gar nichts mitbekommen. Aber ich habe es anscheinend geschafft. Immerhin. So. Hatte ich das nicht gerade eingesammelt hier? Das sind nur die Dinger, ne? Okay. Ich hasse... Levioso. Höhle mit drin. Levioso, Potato. Super. Levioso, Confringo. Warum sind die Viecher hinter mir? Hat er das jetzt... Ich verstehe auch nicht, wann er das... Ach so, das ist, glaube ich, dieses Blaue, oder? Ich glaube, ich habe es das erste Mal tatsächlich verstanden. Dass man damit nur das Blaue auffüllen kann. Moment, da oben ist es offen. Okay. Ich will nicht, dass sie mich von hinten angreifen, deswegen... So, Gold ist immer gut. Oh, da ist Mama-Spinne. Oh Gott. Ein paar Tage nicht mehr gespielt, keine Ahnung mehr, wie alles geht. Und Mama-Spinne ist da direkt voraus. Nimmst du es nicht auf? Incendio. Potato. Revelio. Mama Spinne könnte etwas... Könnte etwas sauer werden, wenn ich die ganzen Spinnenbabys kaputt mache. Jetzt ist sie weg, oder was? Die kommt doch irgendwann so von hinten auf mich runtergesprungen oder sowas. Wetten? Hundertprozentig. Ist das eine Spinne? Was macht denn die da? Oder spielt Mama Spinne mit der gerade Baseball oder so? Nee, von da kam ich nicht rein. Revelio. Mal gucken hier. So. Wo wollt ihr mich verarschen? Zaubern, okay. Habe ich, glaube ich, bisher noch nicht ausprobiert. Oh, Mama Spinne ist da. Mama Spinne ist da. Mama Spinne ist sauer.
Ich habe Mama Spinne jetzt zweimal runterkatapultiert. Die Frage ist, kommt die nochmal hoch? Und die Frage ist, komme ich jetzt überhaupt an den Loot ran? Oder ist die gar nicht tot? Ich denke mal, die ist nicht tot, ne? Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und musste tiefer in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen. Tops. Das klang ja nicht gerade ermutigend. Ne? Das will ich doch meinen. Gut. Oder auch Incendio. Nicht, weil mal wieder Spinnen leben. Revelio. So. Ihr kennt das ja schon, wenn ihr im Hintergrund so ein ganz ätzendes Geräusch hört. Das sind mal wieder meine Nachbarn, die hier die Rollladen runter machen. Okay, da müssen wir rein. Müssen wir da wirklich rein? Das ist so eng. Das sind überall Spinnen. Geht weg. Das ist doch bestimmt die Bruthöhle von Mama Spinne hier. Oder? Ja, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, ich habe sie gerade hier gesehen, oder? Das ist garantiert die Bruthöhle von Mama Spinne. Ich will Mama Spinne nicht sehen. Mama Spinne ist böse. Geh weg. Geh weg, Mama Spinne. Mama Spinne ist sauer. Mama Spinne ist sauer. Ich glaube, Mama Spinne ist richtig sauer. Hier soll nichts mehr zum Werfen. Ach, Beine sind einfach zu viel. Hallo. Warum brenne ich? Habe ich mich gerade selber in Brand gesteckt oder was? Ja, 8 Beine sind definitiv zu viel. 6 Beine sind aber auch schon zu viel. Wollte ich nur mal gesagt haben. Okay. Bist du etwas Wichtiges? Soll ich dich einsammeln? Oder ist einfach nur so der Kopf oder irgendwas, der hier so in der Gegend lustig herumfliegt? Ja, wahrscheinlich Letzteres. Moment, da können wir noch rum. Jetzt muss ich überhaupt das mal gucken hier. Von da sind wir nicht gekommen. Da können wir auch noch rum. Oh, wie ich das hasse, wenn man nicht genau weiß, wo man rumgeht. Revelio. So. Da nehme ich an, hoffe ich, dass da jetzt ein Geheimnis oder sowas kommt oder eine Kiste oder irgendwas, weil der wird sich ja nicht hinter Brettern verstecken, oder? Revelio. Oh, er versteckt sich hinter Brettern. Moment, da muss ich mal eben ganz kurz wieder zurück. Vielleicht hat er sich jetzt auch tatsächlich dahinter versteckt, weil die ihn angegriffen haben. Das kann natürlich sein.
So, da ist noch eine kleine Höhle. Die, glaube ich, in diese hier mündet. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist hier noch eine Kiste. Sehr schön. So. Ach so. Ja, ist okay. Ist okay. Incendio. Funktioniert das? Muss ich da wieder oben raus? Nee, funktioniert nicht. Willst du mich veräppeln? Ach komm, dann gehen wir oben raus. Das ist mir zu doof. Bevor ich jetzt hier 20 Mal dagegen haue, also schieße und nichts passiert. So, das war aber, glaube ich, alles, ne? Von da sind wir gekommen, meine ich. Ja. Gut. Dann suchen wir mal, also wir suchen nicht nach Tops, sondern wir haben ihn ja schon gefunden. Weil nicht, dass die uns dann hier rauskatapultieren oder so und wir konnten da nicht alles machen. Tops! Oh nein. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Ja, und er scheint dann doch nicht mehr zu leben. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss... Armer Tops. Alleingelassen mit den Spinnen. Ja... Da hätte ich unserem Freund auch lieber was Besseres berichtet. Wie der Verbleib von ihm ist. Revelio. Ach so, ich dachte gerade schon. Ich will hier doch irgendwas hüpfen oder ist das nur das da unten? Können wir das aufsprengen? Aber dann bin ich im Wasser, oder? Ist das hier ein tieferer Sinn? Ja, aber da kann ich nicht schießen. Das ist das, was ich meine. Blutegelsaft, das ist schon mal gut, aber... So. Campringo. Okay, so geht's aber. Na gut, dann probieren wir es einfach mal so. Achso, den blauen kann ich jetzt auch nicht benutzen. Mal schauen. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Ah ja, das sieht gut aus. Ganz viel Blutegelsaft. Sehr schön, sehr geil. Ja, dann wollen wir mal eben schauen. Ach, wir können ja gar nicht... Nein, ihr kleinen, miesen... Boah, jetzt muss ich hier echt nochmal komplett rausgehen. Ja, ich würde sagen, damit die Folge da nicht zu lang wird, ihr wisst ja, wie es hier drinnen aussieht. Wir haben, soweit ich weiß, auch nichts verpasst. Also wir haben, denke ich mal, alles mitgenommen, was wir konnten. Gut, hier kann ich nicht raus. Wahrscheinlich da hinten, wo die Blutegel waren. Ich werde jetzt den ganzen Weg nochmal zurücklaufen, in der Hoffnung, dass keine neuen Spinnen kommen. Und ja, wenn jetzt nichts hier passiert, dann schneide ich euch direkt hinzu, wenn wir da was übersehen. Wenn wir wieder draußen sind. Bis gleich. Ja, und wie ihr gerade sehen konntet, ich bin hier zwar wieder am, ja gut, am Anfang weiß ich jetzt nicht, aber ein gutes Stück wieder zurückgelaufen. Und hier kommen wir gar nicht weiter. Ich weiß nicht, ob wir da unten eventuell weiterkommen, aber ich denke mal, da unten gehen wir wahrscheinlich eher kaputt. Wir müssen uns also doch einen anderen Weg raussuchen. Dementsprechend gehe ich jetzt nochmal zurück bis, ja, bis wo wir hin können. Ich weiß es jetzt nicht. Boah, ich dachte gerade schon, das wäre was anderes. Und dann klackern die mir hier von hinten gegen's Ohr. Was war denn das? Revelio. Es hat sich gerade so angehört, als ob ich angegriffen werde. So. Stimmt, diesen kleinen Gang, sind wir den vorhin... Doch, Moment, das ist der mit der Truhe. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Dann gehen wir ein Stück zur Seite hier. So. Campringo! Das ist jetzt weg, ja. Aber dann kommen wir ja wieder hier unten aus. Dann müssen wir anscheinend doch irgendwo da weitergehen, denke ich mir mal, wo wir Deke gefunden... nicht Deke, wo wir seinen Tops, glaube ich, heißt er. Seinen Freund gefunden haben.
Weil alles andere habe ich jetzt systematisch abgesucht, aber da ist nichts. Es sei denn, ich kann hier irgendwo weiter, aber das sieht nicht so aus, weil er mich nämlich hier oben hinbringen will. Wo will er mich denn hier hinbringen? Unter Wasser kommen wir ja jetzt nicht durch. Hier können wir auch nirgendwo hin. Aber im Endeffekt will er ja, dass ich, denke ich mal, dass ich durch das Wasser springe. Ich kann aber auch nicht tauchen oder so, ne? Ich kann nur schwimmen. Hätten wir da einfach weiterlaufen können? Ich bin mir nicht sicher. Wobei im Kreis, ne, also hier können wir auf jeden Fall nicht weiterlaufen. Hier in dem Kreis sieht es so aus, als ob man dann nach links kann. Aber da waren wir ja oben, glaube ich, ne? Können wir hier vielleicht unten entlang schwimmen? Ja, das sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Die Frage ist nur, wo kommen wir dann dahin? Wahrscheinlich wieder dahin, wo wir schon waren, ne? Nee, eine neue Kiste. Sieht zwar so aus, als ob wir hier schon waren, aber tatsächlich waren wir hier noch nicht. Nein. Rebellion. Gut, eigentlich genau. So, damit ich hier nichts übersehen kann. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Das ist schön. Allerdings haben wir da hinten anscheinend irgendeine Kiste übersehen. Das wurmt mich jetzt ein bisschen. Aber ich würde schon gerne die Folge für heute beenden. Deswegen die Kiste lassen wir jetzt mal Kiste sein. Okay. So, Deeks, ich habe leider keine guten Nachrichten für dich. Ich bin aus der Höhle zurück, Deek. Wunderbar. Deek hofft, Sie haben Tops von Deek gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deek. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein, das hat Deek befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deek und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deek wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deek ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deek wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Ja. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund Deek. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deek braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Ja, Deek, kein Problem. Die Zeit gönnen wir dir auf jeden Fall. Ja, wir sind noch mal ein gutes Stück weitergekommen von den Erfahrungspunkten her. Das finde ich super. Ich würde sagen, was würde ich denn sagen? Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt alles haben. Ach so, doch, finde den Ort der zweiten Hüterprüfung. Das wäre dann die Hauptquest. Das möchte ich ehrlich gesagt im Moment noch nicht machen, weil ich möchte mit euch wirklich nicht nur durch die Hauptquest raschen, sondern ich möchte auch die Nebenquests machen, weil die ja doch so cool gemacht sind hier drin. Also, wie gesagt, das ist das erste, glaube ich. Ja, doch, das erste Spiel. Also, Teso habe ich auch immer gerne alle Quests gemacht. Aber da war dann natürlich auch schon mal was mit, ja, geh von A nach B und bring mir die Sachen dann von B nach C oder was weiß ich, ne? Und hier finde ich es aber trotzdem noch irgendwie einen Ticken besser von den ganzen Sachen her. Im Schatten des Studierzimmers, das ist die Sache mit Sebastian. Da lernen wir Crucio. Und Natti haben wir auch noch. Oje, oje, das sind jetzt alles Sachen, die ich gerne machen möchte. Das möchte ich nicht gerne machen. Ja gut, da müssten wir noch mal gucken. Das muss ich noch mal machen, wenn ich Zeit habe. Ich hatte leider noch keine Zeit. Die Geschichte von Erscheinungsbilder. Oh, das sagt mir gar nichts. Da sind wir wahrscheinlich irgendwann mal dran vorbeigelaufen oder so. Ich würde jetzt sagen, dass wir erstmal primär diese beiden hier machen. Also Slytherin, also hier Sebastian und Natti. Ich wollte schon Tati sagen.
Und ja, dass wir danach dann mal gucken, die Geschichte von Roland Oakes, die möchte ich dann auch gerne noch dazwischen mal. So Kleinigkeiten wie das Accio-Duell beispielsweise, das ist meine absolute Hass-Quest momentan hier drin. Die mache ich dann mal eben nebenbei oder so. Also ich werde das dann auch mit aufnehmen, aber das mache ich dann mal so am Rande. Und dann natürlich der Mann hinter dem Monden. Ich denke mal, viel wird da auch nicht passieren. Da werde ich dann mal schauen, dass ich da noch weitere von diesen Figuren eingesammelt bekomme. Das mache ich dann offline. Werde aber euch auch noch einen Guide dazu erstellen. Aber das mache ich dann, wie gesagt, mit dem anderen Account. Ja, also würde ich sagen, fangen wir mal mit Slytherin an. Aber wie gesagt, das machen wir nicht in der heutigen Folge, sondern das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Armer Deke, der läuft jetzt hier gerade total traurig in der Gegend herum. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.